feiern heute den Gedenktag des heiligen Franz Xaver, der sich schon als junger Mann dem heiligen Ignatius von Loyola anschloss. Von den Jesuiten, zu dessen Gründergeneration der heilige Franz Xaver gehört, durfte unsere Gemeinschaft der Helferinnen der Seelen im Fegfeuer die Ordensregel übernehmen. Wir möchten Sie heute einladen, mit uns einen Blick ins Jenseits zu werfen, wo der heilige Franz Xaver auf unsere Schwester Rosaria, eine China-Missionarin, trifft. Verzeihen Sie, Bruder, Sie sind doch Franz Xaver, eine der großen Gründergestalten der Jesuiten. Oh, wie immer wollte ich Sie kennenlernen. Schließlich verdanken wir Helferinnen die Konstitutionen den Jesuiten. Das trifft sich wunderbar. Auch ich wollte schon immer eine Schwester der Helferinnen kennenlernen. Und ich habe gehört, dass Sie einige Jahre in Taiwan tätig waren. Ach, wie gern wäre ich nach China gegangen. Ja, es waren gute Jahre in China. Und wissen Sie, dort hießen wir Gemeinschaft derer, die die Hoffnung retten. Die Hoffnung retten? Das wäre in unserer Welt heute wohl auch bitter nötig. Ja, die Hoffnung, dass wir Menschen trotz unserer Sünden und Fehler immer Geliebte Gottes bleiben. Und nichts kann uns trennen von seiner Liebe. Er hat wahrlich keine Mühe gescheut, uns seine Liebe deutlich zu machen. Er, der große Gott, begegnet uns auf Augenhöhe, von Mensch zu Mensch. Ich denke, die Menschen feiern das Fest der Menschwerdung Gottes ja bald wieder. Aber ob sie daran denken, dass das die definitive und unaufhebbare Liebeserklärung Gottes an uns alle ist? Wir wünschen es allen, groß und klein, nah und fern.